Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bustimmer 18 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute fahren wir eine weitere Route, die wir noch nicht wissen. Hoppala, dafür nutzen wir natürlich den guten Random Number Generator. 1 von 29 und es wird die 3. Wir fahren ja doch ziemlich häufig in letzter Zeit dann jetzt scheinbar die allerersten Routen. Heißt, wir fangen jetzt auch wieder hier von der Ostspeiche zur Oakstraße. Auch ein kürzes Ründchen, genau, kurzes Ründchen. Wait, warum? Sieht mehr aus, als ob wir wieder zurückfahren. Aber das sah nur so aus. Wahrscheinlich. Wir fahren die Fahrt. Boah, mit was fahren wir die? Wir können die prinzipiell mit allem fahren. Ich wollte das noch wieder deaktivieren. Wir nehmen einfach mal wieder den S416 LE Business. Einfach stinknormal, zufällig, pipapo, Abfahrt. Heute ist ein nationaler Feiertag, mehr Leute werden den Bus nehmen als üblich, obwohl es Nacht ist. Wunderbar. Dann steigen wir mal ein, machen die Luken auf. So, Licht natürlich an. Das Ganze zu. Parkbremse lösen, Licht für uns aus, für die Fahrgäste an. Tempomat rein und dann können wir uns auch schon auf den Weg zur Ostspeiche machen. Ich habe wieder vergessen, den Gang einzulegen. Warum passiert das jedes Mal? Oder fast jedes Mal? Ich bin ja gespannt, wie das in der Busnummer 18 ist, weil Busnummer 21 ist, weil ich habe das. Ich persönlich finde, dass die Lichtquelle von unserem Licht eigentlich eine Mischung aus dem Fernlicht und dem Nicht-Fernlicht sein müsste, weil man sieht halt wirklich wenig. Im Gegensatz zu der KI, da sieht das fast deutlicher aus. Also ein Ticken heller könnte es von meinem Empfinden her sein. Ostspeiche. Ich brauche eine Fahrkarte. Ah, das ist vielleicht auch nur. Danke. Vielleicht liegt es auch nur an mir. Aber ich muss sagen, das ist eine Standardeinstellung. Ich finde, bei den Standardeinstellungen sollte es eigentlich schon heller sein. Eine Fahrkarte, bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Na, aber sicher doch. Dann gehen wir mal kurz eben durch. Was? Ach so, hier. Was? Ach. Was? Ach so, hier. Na klar. Ab der nächsten Haltestelle müssen wir dann wieder mehr drauf achten, wer alles einsteigt und wer nicht. Also wer alles einsteigt, ohne hier eine Decke zu ziehen. Nächster Halt, Westspeiche. Warum kackt eigentlich jedes Mal Steam ab, wenn ich irgendwie halt in letzter Zeit bloß immer 18 aufnehme? Ach, deutliche Scheiße, hier waren aber echt viele. Seitdem ich mit Streams OBS das mache. Endlich. Hier steigt keiner aus. Ich brauche eine Fahrkarte. Der Herr. Die Dame. Da. Da, da. Da ganz hinten, hier vorne. Boah, ich gehe einfach erstmal durch, weil ich. So. Was? Na klar. Na klar. Was? Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Habe ich schon gehabt. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Hier ist die Fahrkarte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich dachte, ich hätte eine Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Wir haben eine erwischt. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon... Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ja, 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 ja. Ich... Keine Ahnung. Zu viele Leute. Zack. Danke. Eine Fahrkarte, bitte.
Tag, Standard drucken. Danke. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Tag, Senior, 2 Stück und drucken. Das ist halt jetzt echt... Ich habe eine Menge zu tun und keine Zeit dafür eigentlich. Weil das ist halt doch schon ein ziemlich enger Zeitplan ist bei dieser Route, bei dieser Linie. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr zeitlichen Spielraum. Gut, dass wir da möglichst langsam noch reingefahren sind, Hoppala. Bremsen sind aber auch echt wild zum Teil. Ich muss mit dem Setra viel früher bremsen. Habe ich das Gefühl, als mit dem MAN beispielsweise oder mit dem Iveco. Aber ist vielleicht auch nur ein Gefühl und ist vielleicht nicht in der Realität so. Oh. Wer weiß das schon? Nächster Halt, Siegwalden, Lido. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Das geht der jetzt einfach stur über die Straße. Wir parken aber auch bescheuert. Die Dame. Her da hinten, hier vorne. Oh, keine Ahnung. Einfach durchgehen. Wir haben genug Zeit. Was? Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist die Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Na klar. Hier. Was? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Hier, bitte. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Wo hab ich denn... Ah, hier. Wo hab ich... Na klar. Klar. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Doch safe jemand nicht mitbekommen. Dann wollen wir mal weiter. Nach Siegwalden rein. Nächster Halt, Siegwalden. Geil, Schlagloch erwischt. Und noch ein Schlagloch erwischt. Das habe ich aber. Das erste habe ich gar nicht gesehen, das zweite echt? Zu spät. Wie kommt's? Also, ich glaube, das wäre total belastend. Schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. Da war der Bremspunkt genau perfekt getroffen. Ey. Hier wird auch wieder niemand aussteigen. Wahrscheinlich wollen hier wieder 50 Leute einsteigen. Nächster Halt, Siegwalden. Gefühlt noch mehr? Holy moly. Ich will passen gar nicht rein. Wetten, Gelenkbus nehmen sollen, ey. Mir ist heute nicht nach Arbeit. Der Herr hier vorne, die Dame dort, der Herr irgendwo da hinten, der Herr hier vorne, der Herr da vorne, der Herr hier vorne. Augenblick. Da. Hier, bitte. Hier, bitte. Sie haben meine Fahrkarte. Hier, bitte. Ich habe den Überblick verloren. Wie oft wollen... Hier, bitte. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Na klar. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Was? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Habe ich Ihnen schon... Hier. Können mal ein paar Leute aussteigen wieder. Es ist ja nicht zum Aushalten hier. Danke. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Einige Fahrkarten. Danke. Schön. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Wochenfahrkarte kommt sofort.
schneller Zeit hinterher. Nächster Halt, Oakville, Zentrum. Wir sind sogar schon zu spät. Aber es ist ja auch kein Wunder hier, ne? Das ist ja... Gefühlt ist die Lichtquelle bei dem allerersten Bus, den es gibt, irgendwie zu weit hinten, habe ich das Gefühl. Ich wollte wieder aussteigen. Tschüss. Gestern war super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und habe dann die ganze Nacht im alten Sägewerk. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. Die Dame da ganz vorne, die dann neben der anderen Dame, dann da ganz hinten irgendwo, dann was? Hier vorne oder da. Was? Ach so, hier. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Augenblick. Da, klar. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Hier, bitte. Hier. Na klar. Ja, belassen wir es dabei. Woche Standard. Drucken. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Tag Senior drucken. Und wir versuchen ein bisschen zu weinen, damit wir noch rechtzeitig zum nächsten kommen. Fahrkarte. Einzelstandard drucken. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten bitte. Zwei Tagesfahrkarten. Oh verdammt, das war zu viel. Zur Endhaltestelle zur Oakstraße. Nächster Halt, Oakstraße. Endstation. Bitte alle aussteigen. Eieieiei, was für eine wilde Fahrt hier wieder. Das Gute ist, mich hat das mir die Fehlerpunkte eigentlich komplett jetzt Endstation. Mittlerweile am. Bitte alle. Marsch vorbeigehen können. Einfach aus dem Grund, weil wir aktuell keine Aufgabe für eine Mission dafür haben, dass wir Stern X haben müssen oder gar keine Negativpunkte bei Fahrt XYZ. Und weil wir selbst wenn wir weniger Erfahrungs Punkte bekommen, es ist eh irrelevant. Wir sind 23,5 Level 23,5 Level 25 erreichen wir auch irgendwann. Wir haben noch ein paar Missionen vor uns, mehr oder weniger. Und um das Geld brauchen wir uns ja eigentlich auch nicht wirklich interessieren, weil das Geld haben wir zu viel, um es mal so zu formulieren. Aber gut. Das ist eigentlich gerade noch ganz entspannt fahren und komplett drauf scheißen, was passiert. Auch das Streifen der Leitplanke ist halt auch, ja, ist halt 500 Euro weniger, aber wenn das 500.000 gewesen wären, dann hätten wir zumindest bei dieser, in dieser Woche nur ein Plus von 100.000, aber das ist halt immer noch ein Plus, ne, also. Ist ja komplett irrelevant. Wir können uns eigentlich alles hier kaputt fahren und haben immer noch Kohle ohne Ende. Gut, fahren wir nicht hier lang. Hab hier den Bremspunkt nicht gefunden.
wir haben immer noch das Fernlicht einfach immer wieder auf. Wir sind ja schon längst in der Stadt, da brauchen wir es ja nicht mehr. Fahren wir eben zum Zopf zurück, leben dann den Müll auf und danach haben wir auch wieder eine weitere Tour beendet. Und hoffentlich bekommen wir endlich wieder ein Ass. Guten Profi würde ich auch nehmen, weil Profi könnte man bis zum... wir könnten uns noch zwei Profis holen und die sind dann irgendwann Level Ass. Der wird ja auch gehen. Notfalls, wenn wir dann irgendwann doch alle Asse haben und einen Profi noch, der noch nicht fertig ist, wenn wir da wieder einen neuen Ass haben, der sagt hier, hey, ich möchte für euch arbeiten. Ja, ich möchte für dich arbeiten. Dann kann man dann ja immer noch Leute feuern und denen dann einstellen das Ass, um das dann schnell zu bearbeiten, zu erledigen, die Mission, um zur nächsten zu kommen. Warten wir hier oder machen wir den Trick mit dem Zopp? Ich denke, wir warten, wird aber gleich wieder grün wahrscheinlich. Naja, wird jetzt grün. Wunderbar. Muschel noch ausschalten, bevor ich wieder vergesse. Dann nehmen wir mal den Müll mit. Nur ein einziges Mal Müll, aber ist ja großzügig. Dann können wir die Falter beenden. Na Tatsache, wir sind wirklich Level 23,5. War jetzt eher 23 3/5. Ich weiß, 1000 haben wir bekommen. Ich weiß aber nicht, die beste Tour, wir 600.000. Wir pendeln uns so bei 600.000 wöchentlich ein. Gucken wir mal, ob wir ein weiteres Ass bekommen. Wir haben einen Profi. Den Profi können wir, wie gesagt, einstellen. Ich will noch mal kurz gucken bei der Garage, was für... Belastende ist, dass man bei der Garage immer klicken muss und beim anderen halt nicht. Okay, wir haben einfach so einen grün-goldenen, ne? So einen grün-goldenen MN Line City. A37 mal natürlich noch. Bearbeiten. Da war das, glaube ich, die Farbe und hier war das die. Kommt hin. Dann wenden wir das Ganze mal an und können dann auch auf diese Strecke, auf die Landstrecke, noch halt den weiteren Bus raufpacken. Achso, ja, das ja. Und dann hier den Profi. Wunderbar. Ja, keine weiteren Bewerbungen. Wie gesagt, dass der Profi... Oh, jetzt muss ich auch wieder scrollen. Das ist auch wieder praktisch. Wir haben sogar noch Asse, die noch nicht Full Ass sind. Und der Profi, beziehungsweise die Laura Strillinger, wird sich halt auch nochmal Erfahrung sammeln.
In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, sehe dich dann im nächsten Bus-Simulator 18 Video wieder.